Hallo und herzlich willkommen zurück zu Lego Jurassic World. Ich bin's wieder, euer Lord1986 und wir sind bei 64,7%. Wir brauchen noch ca. 10 Level, wenn ich mich nicht verrechnet habe. Zumindest fehlen uns noch 96 Minikits. In jedem Level gibt es 10 Minikits. Also summa summarum, mindestens 10 Level brauchen wir noch. Werden aber wahrscheinlich mehr sein. Werde ich sehen. So, wir gehen kurz in den Jurassic Park. Um genau zu sein, hier rein. In den Wartungsschuppen. Denn wir haben ja jetzt alle Dinos und können endlich alles hier holen. Willst du etwas Neues? Oder fehlte uns da noch eine andere Figur? Nach. Oh nein, bitte nicht. Das Gebull des Indominus soll Schätzungen zufolge 140 bis 160 Dezibel erreichen. Wow. Das ist verdammt laut. Ach, ich weiß sogar wo. Ich weiß sogar, wo wir hin müssen. Ich weiß, wo wir die Minikits noch kriegen. So, einmal ganz gechillt. Hier noch ein paar Stutz sammeln. Das ist der falsche Weg. Das ist nicht der Weg, den ich suche. Das ist der Weg, den ich suche. Dafür brauchen wir den Schlüssel. Und der Schlüssel war... War der nicht hier versteckt? Beziehungsweise der Weg, wo ich hin will? Das ist jetzt das Einzige, was ich nicht weiß. Finden wir es raus. Hast du? Nein. Aber du hast eine schöne goldene. Er gibt mir natürlich mal wieder nicht das mit dabei, was ich gebrauchen könnte. So jemand wie Nick zum Beispiel. Nein, das... Oder? Einfach mal weiter reinlaufen? Nein. Das ist nicht der Levelübergang, den ich suche. So, der Schlüssel. Der Schlüssel war hier hinten versteckt, wenn ich das richtig im Kopf habe. Oder auch nicht. Wo ist der Scheißschlüssel? Da ist der Schlüssel. Nein. Ja, doch, da ist der Schlüssel, aber ja, nein, ist er nicht. Alan? Nein, Alan kann das auch nicht. Wir haben ja einfach die komplett falschen Charaktere mit dabei. Das haben sie früher besser hingekriegt. So, da ist der Schlüssel. Und von da aus können wir dann in das Geheimlevel oder in dem Geheimbereich des Levels. Und dort brauchten wir ja auch den kleinen Süßen, den wir ja in der letzten Folge uns freigespielt haben. Ja, vorher müssen wir aber da noch rüber. Ja, das sollte auch reichen. Sag ich doch, das sollte auch reichen. So. Und zwar, der Durchgang ist hier. Oder? Er war auf jeden Fall irgendwo auf der linken Seite gewesen. Jetzt weiß ich das nicht mehr genau. Das ist doch ätzend. Das ist doch ätzend. Wo ging das nochmal hin? Nicht da, wo ich hin möchte. Okay, Wert weiblich. Englisch ran. Tausch zurück. Oh. Warum ist er denn hier noch nicht wieder drunter her und raus und zurück? Sauerei. So sollte das doch gar nicht laufen. So. Da war es hier unten gewesen. Auf jeden Fall auf der linken Seite, das weiß ich noch. Oh, laut, laut, laut in meinem Kopf. Ja, bau den. War hier nicht ein Übergang zum Zusammenbasteln? Ich wollte schon sagen. So. Das ist das geheime Level, was ich gesucht habe. Und hier brauchen wir unseren kleinen Freund. Weil da oben irgendwo sind die Teile, die wir benötigen. Ups. Was ist denn hier los? Was ist denn los? Hallo? Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt schon wieder? Warum kannst du denn da nicht runter? Dann gehst du von unten rein.
Da ist irgendwas im Weg. Was auch immer. Keine Ahnung. So, Nummer 1 ist aktiviert. Sieht aber auch süß aus, wie der Kleine sich dann da im Weg gräbt. Nummer 2 ist aktiviert. Ich hoffe, dass wir hier auch beide Minikits finden. Also mindestens eins. Aber beide wären mir lieber. So, hier oben machen wir trotzdem ein bisschen Zerstörung. Nicht, dass die lieben, netten Entwickler hier oben noch was versteckt haben. Und alle hopp! Nein! Oh Mann. Stefan, warum machst du denn sowas? Warum machst du denn sowas? Warum gehst du nicht durch die Röhre? Durch die Röhre wäre doch viel sinnvoller gewesen. Dann wären wir vielleicht sogar schon da. Naja. Was willst du machen? Ach, da unten das Minikit da drin haben wir doch eh schon. Das haben wir uns doch geglitscht. Weiß ich noch ganz genau. Oh, leer. Sauerei. Ich will trotzdem nach hier rechts oben. Hier ist sonst nichts. Ah, hier können wir uns was zusammenbasteln. Das ist gut. Ein Minikit! Fehlt uns nur noch eins. Fehlt uns nur noch eins. Nein, das war's nicht. Kannst du da oben drauf und dann langlaufen? Oder langrutschen? Oder einfach darüber springen? Oder runterfallen? So. Fehlt uns jetzt hier noch das andere Minikit? Ist doch nur noch eins, ne? Ja. Fragen über Fragen. Halt. Auch nichts zum Zusammenbasteln. Hier genauso wenig. Da auch nichts. Nö. Und hier auch nix. Der ist zu klein, der kommt da nicht raus. Aber das ist auch nicht der, in den ich mich verwandeln will. So, Velo. Glitschen wir uns nämlich hier einfach wieder hoch. Ja, wenn er es denn macht, wenn er es denn mitmacht. Na komm, na komm. Na komm, mein Kleiner. Na also. Das geht auf jeden Fall schneller als Klettern. Aber hier müssen wir trotz alledem klettern. Ob wir wollen oder nicht. Ich muss da oben nochmal gucken. Haben wir da alles zerstört? Ja, nein, vielleicht. Wenn ja, wo ist das letzte Minikit? Ja, wir haben ja alles zerstört. Wo ist das letzte Minikit? Haben wir mittlerweile... Hey, das Ding ist zum Kaufen verfügbar, aber ich kann es nicht kaufen. Den mal 8 haben wir auch. Rote Steine. Stutz anziehen. Das ist auch sehr, sehr schön. Also ist das letzte Minikit nicht hier. Ich hatte ja darauf gehofft, dass hier zwei sind. Aber warte mal. Einfach zurückwechseln. Was macht sie denn da? Genau, sie steht da rum und guckt in den Spiegel. Das ist das Wichtigste, was du eben gerade machen kannst. Verrat mir lieber, wo das letzte Minikit ist. Das wäre sinnvoll. Nein. Gott, ist das zum Kotzen. Dass wir hier nie die richtigen Figuren mit dabei haben. Das nervt mich echt. Das war in anderen Lego-Teilen bedeutend besser geregelt. Bedeutend besser. Ah.
Ein verfluchtes Lego Minikit. Und ich finde es nicht. Wait, warte mal. Bin ich hier jemals hingegangen, habe alles zerstört, was hier ist? Oder habe ich mich einfach immer nur direkt drangehangen? Ich glaube, ich habe mich immer nur direkt drangehangen, ne? Weil wenn wir uns jetzt wieder dranhängen, ist dieses dieser Teilabschnitt auch fertig. Und irgendwo hier muss ja noch ein Minikit sein. Bestimmt mal wieder was ganz Banales. Total banal, total offensichtlich. Und ich übersehe es die ganze Zeit. Okay. Dann nicht. Hätte aber sein können. Was jedoch auch sein kann, ist, dass es hier oben noch ist. Und zwar genau die. Nein. Dann die. Nein. Wo soll denn das sein? Das ist doch wieder oberlächerlich. Ja, hier ist was zum Zusammenbasteln, das ist der Steg, um da hochzukommen. Den bastel ich aber nicht zusammen, weil mir das auf den Keks geht. Da laufe ich lieber rüber. Ah! Ah! Jetzt verstehe ich auch den Sinn, warum wir den hier mit dabei haben. Eins von drei? Drei von drei? Zehn von drei? Minikit! 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 Welches wir schon hatten. Fuck. Ich hatte mich jetzt doch ein bisschen gefreut gehabt. Was ist, wenn wir an der Stelle mal Malcolm nehmen? Nee, er macht auch kein Licht an. Das Minikit hatten wir auch schon, oder? Ja. Das hatten wir auch schon. Da ist auch keins. Mir gehen so langsam die Ideen aus, wo hier noch Minikits sein können. Dieses letzte Minikit existiert gar nicht. Da waren wir auch schon drin gewesen. Da drüben waren wir. Könnte es sein, aber auch nur vielleicht, dass wenn sie sich daran festhält, auf der linken Seite gleichzeitig noch was frei wird? Ich hoffe, sie hängt da noch rum. Hallo? Habe ich gesagt, du sollst da drauf gehen, du sollst hier noch rumhängen. Rumhängen. Danke. Ey, sag mal. Festhalten. Scheint aber nicht so zu sein, okay. Nichts zum Gegenschießen. Nichts zum Zerstören. Hier ist einfach nichts, nichts. Gib mir mal bitte Barry. Eins von fucking vier.
Boah! Das glaubst du nicht! Das glaubst du nicht! Ey, das ist nicht normal. Das ist echt nicht normal. Diese Entwickler. Diese Entwickler, die haben Ideen. Wie soll man darauf kommen als normaler Mensch? So, 2 von 4. Das ist doch mehr Glück als Verstand. Du musst da alles zerstören, ansonsten findest du das nicht. 3 von 4. War hier oben auch noch eins? Ja, da oben ist das 4. So, Minikit. Na also. Wieder ein Level mehr. Boah, das ist echt nicht normal. Aber jetzt haben wir alles aufgeholt. Jetzt können wir uns wirklich nur noch in neue reinstürzen. Yay! Einen kleinen Süßen. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal ein paar rote Stutz kaufen. Wenn wir hier schon im Jurassic Park sind. Können wir auch schnell eine Schnellreise machen und noch ein paar rote Stutz einkaufen. Das war doch auch hier, oder? Ja, ich spiele 100%. Zumindest das ist der Plan. So. 2 Millionen brauchen wir dafür. Verdammt. Goldene Steine. Bernsteine. Minikits. Hätte ich gerne. Stutz anziehen, Moment, das können wir nämlich auch anmachen, sofort zerstören. Ebenfalls 8-Bit-Musik, Battery, Hybrid, Heliumstimmen. So, dann wollen wir hier nochmal ein bisschen gucken. Heliumstimmen machen wir an, 8-Bit-Musik machen wir an, sofort zerstören machen wir an, Stutz anziehen machen wir an und eine Hybridverkleidung, was auch immer das ist. Wie geil ist die Musik denn bitte? Bombe. Das ist ja der Hammer. Sie ist auch schön, schön laut, schön fetzig. Schön catchy. Ist das die Musik vom Jurassic Park Videogame? Ich muss ehrlich gestehen, dass ich das... Ich vor Ewigkeiten für den SNES, glaube ich, war das gewesen, oder für den NES gezockt hatte. Aber die Verkleidungen sind langweilig. Warte mal, ich muss mal, die... I like it. I damn fucking like it. Besonders das sofort zerstören ist ihm gerade mega praktisch. Die haben den Radius erhöht, in dem man sammelt. Die muss... Also... Ich kann es nicht in Worte fassen. Die Musik ist einfach episch. Ist einfach gerade episch. So, wir basteln uns jetzt hier nochmal neuen Dino zusammen. Was basteln wir uns denn? Dimorphodon. Wir haben... Wait, what? Wait. Wir basteln jetzt doch nicht. Ich muss erstmal... Gehst du wo raus? Wie cool die mittanzen, die Leute. Die hat so ein bisschen was vom Lego-Film. Die Musik. Die könnte daher stammen. So,
Tara, Trodon, Komfsos, Gallimimus, Dilo, Velo. Wo ist denn der Dino? Den haben wir gar nicht zur Verfügung, den eigenen Flugsaurier. Toll, wir können uns da einen neuen Flugsaurier zusammenbasteln, den wir aber nie spielen können, weil er nicht zur Auswahl geht. Ja, so ein bisschen Wolkenkugelsheim-mäßig, genau. Aber das ist doch wieder Schmarrn. Ich würde jetzt eigentlich ganz gerne hingehen und mir einen Flugsaurier basteln und den dann auch fliegen. Also den ganzen Jurassic Park im Flug besuchen, sozusagen. Aber es geht nicht. Die Morphodon. Der sieht ja schon knuffig aus. Mal random. Er sieht aus wie eine Kröte. Das sieht cool aus. Das behalten wir. Was haben wir denn hier noch? Trodon, Stegosaurus, Velo, Parasaurolophus. Ich lerne das noch irgendwann. Baryonyx? Was warst du denn nochmal? Ach genau, das Viech aus dem dritten Teil. Kann ich aber auch nicht steuern. Da muss ich zu einer extra, zu so einer extra Plattform hin. Halt! Oh nein, nein, zurück! Das sah cool aus. Gehen wir den nochmal? So random sind die Gelenke mal gar nicht. Da ist er. Bald mal. Gut, meine Lieben, dann würde ich aber sagen, sehen wir uns einfach in der nächsten Aufnahme wieder. Wenn es dann heißt, 3-Bit extra coole Musik zusammen mit Helium-Stimmen und einem neuen Level. Ich bin euer Lund1986 und bis dann. Tschüss.